Der Markt in seinem ewigen Auf und Ab. Wo will er denn hin? Jetzt sehen wir, dass er sich wenigstens ein bisschen bemüht hatte. Hier der Dow Jones beispielsweise. Wir konnten es erahnen. Seit dem gestrigen Tief ist der Markt hier tapfer nach oben, zumindest mal in der Versuchung unterwegs gewesen. Aber wir sehen, was wir jetzt hier so im 5-Minuten-Chart heute Nachmittag erleben. Eigentlich seit dem Mittag ist der Markt sehr, sehr stark auf der Abwärtsseite unterwegs, auf der schwachen Seite unterwegs. Nein, stark, weil schnell, weil unidirektional. Da ist nicht viel hin und her gewackelt. Das, was wir seitdem sehen hier, ganz kleine Gegenwehr sehen wir hier mal. Aber an sich ist der Markt da, was das angeht, sehr, sehr stark. Und das ist natürlich genau das Gleiche, wenn wir uns das angucken, seit heute Mittag beim S&P, der ist ebenfalls. Das heißt, unsere Ambition, dass es vielleicht hier schon das Tief gibt, im Moment sieht das noch nicht danach aus. Es ist tatsächlich fraglich, was der Kurs hier vorhat. Offensichtlich sind die Marktteilnehmer noch nicht so richtig davon überzeugt, dass der Markt hier die Aufwärtsseite wirklich spielen will. Das gibt natürlich Sorgenfalten. An sich habe ich immer noch dieses Bild nach wie vor am liebsten, dass mir das passieren würde, dass wir das hier miterleben würden mit der Chance, mit der realistischen, dass der Kurs anschließend nochmal diese Dynamik nach unten macht. Aber die Frage wird sein, schafft er das, hält er sich hier aus oder eben nicht? Und im Moment muss man ganz klar sagen, was der Markt jetzt hier heute Nachmittag fabriziert, auch nochmal zur Eröffnung oder nach Eröffnung, da ging das ja hier nochmal so richtig los, hier 15:30 ist ungefähr hier oben, seitdem auch der Markt nochmal beschleunigt nach unten. Das lässt auf jeden Fall nochmal Niveaus hier auf der Unterseite Richtung 3000 auch für den weiteren Tagesverlauf oder für die Bewegung nochmal zu. Und ob das dann hält, wir werden es sehen. An sich wäre, wie gesagt, das die schönste Seite, aber wer jetzt auf Long geht, aus der Hüfte heraus, nur weil der Markt jetzt mal nach unten gegangen ist, oh cool, günstig wieder einsteigen, das sollte wohl eher einen Schuss dann nach hinten los treten, sage ich mal, oder loslösen. Insofern, ich denke mal, wenn man auf die Long-Seite wechseln will, und noch habe ich dieses Bild ja nicht aufgegeben, dann wäre idealerweise von diesen etwas niedrigeren Niveaus aber wieder etwas in dieser Form hier notwendig. Dieses klassische Bild, mal Stärke zeigen. Das war ja schon, wenn wir nochmal auf den Dow zurückgehen, nicht so wirklich tapfer unterwegs hier der Markt. Im Gegenteil, da hatten wir ja sogar eigentlich, wenn wir uns das mal so genauer angucken, eine Ambition für die Abwärtsseite nochmal. Denn dieses Tief, was wir hier hatten, der Markt sehr, sehr wackelig hier unterwegs und ja, er hat ja in die letzten Tiefs hier sogar, Zwischentiefs sogar wieder rausgeschlagen. Also das sieht dann doch fast eher nach einer Korrektur hier auf dem Weg nach oben aus. Also eben genau nicht das, was wir uns vorstellen oder wünschen hier für die Aufwärtsseite, sondern nein, eigentlich genau das Gegenteil, nämlich Schub runter. Wir sehen das hier nochmal auf der Seite im Stundenchart und wackelig nach oben. Und dem sollte hier eigentlich die Abwärtsseite dann nochmal folgen. Gucken wir uns den nackigen Index nochmal einmal an. Schauen wir mal, was wir da sehen aus der aktuellen Sicht. Dann lässt das schon vermuten, sobald das Bild dann hier tatsächlich mal da ist, dann lässt das nämlich schon vermuten, dass das Bild alles andere als im Moment stark aussieht. Aber, so, da müssen wir jetzt noch mal einmal vorsichtshalber ein bisschen was reinladen, denn das sind noch nicht die Daten, die ich für heute hätte. Denn der Kurs ist ein bisschen noch mal runtergegangen. Wir sehen das, dass wir da aktuell wieder auf dem Tiefniveau hier tatsächlich angelangt sind. Also der etwas niedrigere Rückgang gegenüber dem amerikanischen Futuren und oder Futures. Wir sehen, dass wir hier diese A, B, C-Bewegung nach oben hier, letzte Zwischentief sogar eher noch auf der Abwärtsseite. Das Potenzial einzig, das ist so mein Grund, warum ich da noch nicht so super glücklich bin. Das Potenzial aus dieser Bewegung im Moment jetzt die Shortseite zu fahren, ist tendenziell eng. Man kann das tun. Ich würde allerdings niemals diese Trigger benutzen. Wir hatten das ja schon ein paar Mal auch erwähnt, denn das ist so ein Fortsetzungstrade. Allerdings, wenn der Markt jetzt diese Abwärtsbewegung, die wir hier haben, wenn er hier jetzt ein, und jetzt machen wir mal das nicht so rum, wie ich das im Future gemalt habe, was für ein Long sprechen würde, sondern wenn er umgekehrt irgendetwas in dieser Art und Weise jetzt hier aktuell bringen würde, das wäre dann für mich eigentlich ein perfektes Zeichen, um dann die Short-Seite nochmal zu fahren. Also wackelig nach oben, mehrfach wackelnd, umso lieber, oder A, B, C und dann Trigger auf der Unterseite dann nochmal für die Short-Seite, fände ich mega klasse. Das allerdings, das muss er dann auch wirklich tun. Im Moment ist der Teil ja noch in der Bringschuld, aber wir werden das sehen, ob der Markt wirklich die Kraft, die Power, die
die Überlegung jetzt hier tatsächlich nach unten dann auch nochmal ausnutzen will und hier dementsprechend schon mal losschlagen will. Die Frage ist also, vor dem Wochenende nochmal long gehen. Wie gesagt, nur dann, wenn wir Schub hoch wackelig nach unten sehen. Und das ist alles nichts mehr vor dem Wochenende für die längerfristigen Trader aus meiner Sicht, sondern eher was für die kürzerfristigen, die da nochmal eine Position aufbauen. Also, wir sehen schon, es ist noch sehr umstritten. Beide Richtungen sind hier sehr stark eben noch, sagen wir mal, in der Überlegung enthalten oder können eben noch zur Geltung kommen. Wer jetzt sagt, das finde ich unzufriedenstellend, der soll sich mal festlegen. Ja, sehe ich genauso. Lege sich der Markt doch mal fest. Hat er offensichtlich aktuell noch nicht getan und dementsprechend für uns das nur auf den kleinen Ebenen, 5-Minuten-Chart, 15 Minuten vielleicht, auch 5 Minuten, wie gesagt, auf den kleineren Ebenen. Das ohne weiteres. Im Größeren würde ich mich vor dem Wochenende da eigentlich nicht mehr gerne festlegen, sondern das eher abwarten. Wie das größere Bild aussieht, das wird nicht in diesem Video beschrieben. Das mache ich ja am Wochenende. Ich werde gucken, dass ich es vielleicht am morgigen Samstag schon fertig habe. Dann kann man ein bisschen schauen, wie hat sich denn die Situation übergeordnet geändert durch das, was wir in dieser Woche bekommen haben. Jetzt schon mal der Hinweis, das werden wir am Samstag, spätestens Sonntag, aber wahrscheinlich dann am Samstag auf Finanzmarktwelt dann entsprechend veröffentlichen. In diesem Sinne, erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße. Toi, 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 nochmal für heute und bis zum nächsten Mal.